So, willkommen zu einer neuen Folge von Pleiten, Pech und Pan. Hast du schon Wasser? Boah! Was soll denn das, ey? Hast du schon Wasser in die Kippen? Ich hab wieder die Zwiebeln gemacht, ey. Nee, da mach ich einen Hassverräder wieder drin. Da kann ich dir überhaupt den Hassverräder wieder antun? Nein. Hast du kein Wasser hier oder was? Ja, na klar, das hab ich doch hier. Wo ist denn das? Da steht ja nicht. Na, siehst du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Intestoleros. Wir testen heute das wunderbare Oberbräu Hell. Das ist wirklich noch nicht abgelaufen. Im letzten Video haben wir ein komisches abgelaufenes Kellerbier getrunken. Ich bin der Protokollführer diesmal. Das musst du unterschreiben. Nur das im Doppelpack. Das andere war ein Geschenk. Ach ja. Die Geschenken haben wir ja. Ist ja unfassbar, ey. Ja, wir müssen sparen, ne? Das ist immer so. Ja. Ich komme hier auch nur noch mit meinem E-Bike her und so. Ja. Können wir wir lassen uns das nur noch alles schenken, ja. Du kannst mal hier vorlesen, was da so drauf steht. Ich und lesen. Oberbräu Hell seit 1605 aus dem bayerischen Oberland. Ja. Seit 1605 ist Holzkirchen im bayerischen Oberland die Heimat unseres Oberbräu Hell. Hier, wo der Horizont voller Berggipfel ist, die Wiesen saftig und die Menschen herzlich sind, ist unser Zuhause. Unsere Herkunft ist unser Stolz und unsere Wurzeln sind unsere Verpflichtung. Deshalb brauen wir unser Bier traditionsbewusst, nachhaltig und mit hochwertigen Rohstoffen. Und das schmeckt man. Unser Helles ist mild, süffig und vollmundig. Prost. Sehr gut. Rich 390 wurde halt schon mal angekreuzt mit Ja, ein Punkt. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt, kühl und dunkel lagern. Prognose? Tja, dunkel ist es gelagert. 21.10.22 haltbar. Silber? Also, die süffig, mildes, helles. Also, da würde ich schon mal sagen, dass das schon mal Silber haben kriegen könnte, ja. Gut, bin ich auch der Meinung. Auspacken oder wegpacken? Geschützte also, geografische. Wie sieht die Flora aus von außen? Die Pulle? Gut. Naja, das spricht mich jetzt nicht gerade an, ja. Drei Etiketts. Ja. Ich meine, da sind zwei Menschen drauf. Ja, das ist ja nett gemacht, ne? Also mich spricht das jetzt nicht an. Ja. Wenn du dir das ankriegst, dann siehst du doch, also wenn du das Bier trinkst. Ja, ein Punkt. Dann kriegst du die Frau. Mhm. Ein Punkt nur, ja. Ich hätte ja wenigstens zwei. Na, dann gibt's zwei. Fump oder plump? Also diesmal dürfen wir Bier öffnen. Nicht nur Enrico immer, der sich immer vordrängelt. Womit öffnen wir das da? Mit der KKP1. Ja, die Plump ja relativ mal verhalten. Oh. Machst du hier wie am Müll, ey. Naja. Also toll ist nicht wirklich. Ja, wirklich rum. Das ist normal. Eigentlich können wir das vielleicht auch mitnehmen. Grenzwertig. Ein Punkt oder nicht? Ja, okay, gibt einen Punkt. Aber so. Grenzwertig. Augensucht oder Augenflucht? Also wie sieht das Getränk im Glas aus? Das stinkt schon wie ein Penner nach. Hör mal auf. Wie sollst du denn einkippen erstmal? Das ist, als wenn du nüchtern in eine Kneipe gehst und sagst, boah, Alter, ist hier, was ist denn hier los? Ist ja gut, oder nee? Naja. Ach so. Alter, das ist ja richtig. Hier eine Brauerei fast. Ja? Ich fahre ja mal. So, ja. Die alten Kamillen, wie die Kinder werden. Guck mal, guck dir das an. Enrico hat extra eine Ausbildung für gemacht.
Deswegen kann ja das so gut. 3 Jahre lang. Montage, Selbstzapfen, Fassbier. Da kann man das dann irgendwann. Schaum passt. Bier sieht gut aus. Das ist schwer. Also da, oder? Oder was sagst du? Also da gibt es ja nichts zu meckern, oder? Ich kann jetzt auch nicht drüber meckern, nur wissen zu was Glas. Wie so sauber ist. Das hat schon, also entweder 4 oder 5 Punkte. Ich überlege gerade, wie es aussehen müsste, wenn es jetzt 5 wären. Denn, also wenn es 5, dann müsste halt eigentlich strahlen. Das müsste aussehen, da müsstest du ja schon eine Frau drin sehen oder sowas. Also das ist halt 5 Punkte. Ja. Ich meine, das Einzige, was ich jetzt sagen würde, ein Tick goldener. Aber mal ganz ehrlich, ja. Ein bisschen dunkler, meinst du? Ja, ja, genau. Nein. Aber wirklich, wa? Also, naja. Das war nur die Brille fast. Ja, na, deshalb machen sie jetzt, gucken wir mal was. Gaumen lieber oder Gaumen lieber? Ne, lang schnacken, Kopf in den Nacken, wa? Sag mal, wir sind hier, wir sind fast Sommeliers. Prost. Finger weg vom Alkohol. So. Oh, jetzt kommt's. Was? Der Geschmack. Ich glaube, man sollte das nicht so kalt trinken. Ich glaube, das müsste ein bisschen wärmer sein. Ja, dann kommt jetzt mit Zeit. Deshalb sage ich ja, der Geschmack kam erst später. Mira Moretti. Hat eine leichte Zitrusnote. Boah, ist schön. Hat eine angenehme Malznote im Abgang, muss ich sagen. Mild, herb, also milde Herbe, frisch. Kurz sagen, mild, süffig und vollmundig. Ja, hast du gelesen? Nee. Beim Bier ist Familie. Doch, ich finde, da ist wirklich eine schöne Zitrusnote mit drin. Und schmeckt da chemisch sauer. Ist ja nicht sauer, das ist Zitrus so. So zitronenmäßig so. Ach so. Ja. Ja, die schmecke ich sofort am Anfang. Ja, das ist, weil du vom Mittagessen noch ein bisschen was zwischen den Zähnen hast. Mm-mm. Von wo kommt denn das? Holz. Holzkirchen. Genau. So ein schöner Name. Aber wenn ich Bayern war. Ja, hier steht es ja, bayerisches Bier. Geschützte geografische Angabe. So, hörst du mir zu. Hast du schon gesagt? Ich habe gesagt, bayerisches Bier, Holzkirchen. Was? Ja, und außerdem sieht man das da. Da hier im Hintergrund, ne? Ja. Stimmt. Also wenn man das blaue Weiße sieht, sagt man sofort, ja, Bayern. Auf jeden Fall. Das ist die Holzkirche hier. Mhm. Denke ich auch. Das ist ja der Wahnsinn, Mann. Das ist der Peter. Der Peter, der kommt später. Warum das denn? Weiß ich nicht. Das ist ein Deutscher, der kommt nicht mal zu spät. Jetzt verstehe ich jetzt mal so richtig. Bei Rico dauert das immer ein bisschen alt. Guck mal, Hopfen, Gerste, ist alt vertreten hier. Ja, aber du gibst dem ganzen Aussehen bloß 2 Punkte. Nee, entschuldige mal bitte, manchmal kommt die Einsicht erst später. Ja, das ändern wir jetzt aber nicht mehr. Oder die Ansicht. Süffig, mildes, helles. Ja, süffig ist es, mild ist es auch. Und hell auch. Das haben sie schon recht, mit einer leichten Zitrusnote. Und das Malzige kommt am Ende. Mild, herb auf jeden Fall. Das ist nicht herb. Ja, naja. Das ist einfach ein bisschen herb. Es ist leicht herb. Aber wirklich, naja, pass auf, bei mir ist es mega mild. Bei mir ist herb halt herb. Und dann gibt es schon richtig herb. Das ist dann halt die Eva. Also friesisch herb, das ist schon wirklich herb. Ansonsten gibt es das normale Herbe, dann das milde Herbe,
Das ist halt das, was du dann halt zwar schmeckst, aber das ist immer im Hintergrund. Dann kommt eine leichte Malznote hinten, also am Ende dann. Und ich sag ja, ich bin der Meinung, du schmeckst die Zitronennote nicht, ist ja krass. Ja, was hast du da jetzt da? Zitronenwasser oder was hast du da? Ja, das zieht sich hier an den Zungenaußenseiten an. Ja. So, was ist denn jetzt mit Gaumenliebe oder Gaumenliebe? Ich finde das interessant. Und lecker. Also ich hatte noch nie ein Bier, wo ich so die Zitronennote merke, schmecke. Trink mal aus der Pulle. Da mehr schmecke ich es ja noch mehr. Ach so, dann sag ich nicht. Doch, ja. Das ist noch intensiver. Na gut, aber ich habe ja jetzt gefragt, was ist jetzt hier mit Gaumenliebe oder Gaumenliebe? Also ich mag das wohl, ne? Gell? Ich möchte das mögen, ja. 7 fällt mir dazu ein. Sieben von 10 Punkte, ja. Ja. Also. Was ist mit dir? Ich sehe nicht. Also 10, 8, vielleicht 8, vielleicht 8. Ich sag mal so, bitte, was mich an dem ein bisschen stört, dass es nicht höher kommt, ist diese Zitronigkeit, was ich wirklich habe. Geschmacklich. Das ist, kommt sofort als erstes, ist jetzt nicht unangenehm, aber das ist für mich, für meinen Gaumen, für meinen Biergaumen ein bisschen ungewöhnlich. Sagen wir mal so, ja. Ich würde sagen 8. Na gut, da müssen wir noch warten, bis ich noch ein bisschen weiter getrunken habe. Austrinken oder wegkippen? Auf jeden Fall nicht wegkippen. Nein, würde ich auf keinen Fall wegkippen, ja. Also ich trinke es auch auf jeden Fall aus. Also 2 oder was? Ja, da kann man 2 Punkte geben. Wie viele Spezialpunkte verdient dieses Gebräu? Also für mich ein Spezialpunkt wegen die Zitronennote. Definitiv. Und weil der Peter die Heidi da gerade anmacht, anflirtet dem Bild. Naja, vielleicht noch einen zweiten Punkt, weil es alles symbolisiert, was das damit verbunden ist. Zum Beispiel mit dieser Holzkirche. Und ja, der Inhalt, ne? Hopfen, Gerste. Ja, 1605 ist ja jetzt auch nicht das Jüngste. Ja. Aber 10 Punkte ist schon okay. Mhm. Keine Kraft mehr halt. Die Heidi und der Peter. Ja. Warum liegt nicht Stroh hier? Ja. Ja, der war gut. So, Gaumenliebe oder Gaumenliebe noch? Na und der Uwe? Ja, ich bezweifle natürlich den Uwe, aber den Uwe sehe ich skeptisch. Das Ding ist, ich würde es mir jetzt nicht so holen, ich würde es mir einfach mal, wenn jetzt... Weil du halt stolzer Brandenburger bist und nicht aus Bayern kommst. Ich würde mir einfach mal so holen, so, weiß ich nicht, zum Geburtstag oder so was. Einfach mal, was man so mal trinken kann. Oder zum Himmelfahrt. Würde ich das auch trinken. Ja. Ja, das ist aber jetzt nichts, was ich so täglich, na gut, tägliche Biere, die man so trinkt. Ich weiß ja, wie ein Säufer. Aber du bist ja auch. Ich bin ja hier Biersommelier, aber du bist ja die Stimme des gemeinen Volkes. Aber geht ja darum, Bier in der Kiste kaufen, ja, wo man sagt, tut okay. Ich würde auf jeden Fall zur Himmelfahrt holen, bei Geburtstagen gelegentlich, so ungefähr wie Heineken. Ja, genau, aber wegen dem Preis halt. Ja. Wo ich sagen muss, Heineken hat schon irgendwie ein bisschen nachgelassen, meiner Meinung nach. Das kann man auch mal testen. Ja. Hier, wo ich auch Bock hätte, mal wieder irische Biere zu trinken. Kilkenny zum Beispiel oder so. Hast du mir gerade beleidigt? Das heißt so, Kilkenny. Wahrscheinlich kommt das doch von South Park, ich weiß es nicht. Kenny in Ruhe, sag mal. Ja.
So, was ist denn jetzt hier mit Gaumenliebe oder Gaumenliebe? 8 Punkte jetzt hier. Mann, viel besser. Ich meine, was soll noch kommen? Also, das sind ja auch. Ich prognostiziere, das sind heute ja bei 10 Punkte. Ja, das ist schon okay. Schnell ist auch rot. Hast du jetzt in den Spuck? Nein. Das ist so rausgefallen. Jetzt schneide ich mich raus. Ja, das ist, weil du so alt bist. Das passiert halt im Alter. Was soll man machen? Unfassbar. Du siehst ja auch schon mit der Brille. Also, ja, ist ja deswegen mein Matschauge. Ja. So, warte nur. Ja, dann mach 8. Naja. Ich meine, da gibt es doch 9 und 10 gibt es auch noch. Ja, ja. Da gibt es noch 2 Stufen, bis du. Ach, Uwe noch. Da kann ich ja schon mal zusammenzählen. Weil ich kann nämlich rechnen, ne? Im Gegensatz zu anderen Leuten. Logik, rechnen wir mal mit dem. Besten. Naja, Uwe wird sehr unwahrscheinlich, aber wir warten ab. Lass mich raten. Das sind dann mindestens 22 Punkte, oder? Nee. Nee? 19? Ist das jetzt hier ganz hinten, oder was hast du hier gemacht für den Mist? Alter, das hast du nie gegessen. Tzatziki. Wie kriegst du das? Wo ist denn hier das? Na, das habe ich dir gegeben. Das muss da sein. Das hast du ja bestimmt schon überblättert. Nee, ich bin nicht da, überblättert. Schon wieder? Nein. Na klar, hast du schon wieder überblättert. Ich will jetzt mal die Pokale sehen. Ja, das ist ja nicht unten. Okay. Du kannst ja auch oben blättern, dann siehst du mehr. Warum ist denn hier überhaupt so viel Scheiß hier? Warum hier? Wie weit hier nach oben? So. Aha. Und hast du auch Silber erreicht? Silber erreicht, ja. Gut. Was ist denn hier? Gibt's da nicht. Ich warte auf den Tag, bis irgendein schlauer Zuschauer das bemerkt, wie wir uns verzählen. Mhm. Und Uhr oder was? Warte nochmal. 1, 3, 4, 9, 17. Ach, da war es schon schwierig. 21. Naja, selbst bei 22, glaube ich, erreicht nicht die nächste Position. Nee. Erst bei 23. Hä? Erst bei 24. 24. Gold hat man wohl noch nie. Doch, ich glaube, immer hat man das. Oder? Doch, ich glaube, müssen wir mal alle zusammenzählen und dann mal eine Rangliste machen von den ganzen Bieren. Ein Ranking, ja. Und wenn wir dann wirklich niemals Gold finden oder Platin, müssen wir das ändern. Ja. Geht ja nicht, oder? Naja, vielleicht kommen die ja erst noch. Ich meine, sowas wie Neuziller Klosterbräu. Oder mal ein Radeberger. Wissen, das Hasseröder, das hat auch Silber. Echt? Ganz knapp bei der alten Bewertung. Müssen wir nochmal testen. Ja. Vielleicht sind wir ja überkritisch. Wenn selbst das Bier, was wir hier antrinken und dann hauptsächlich zu Hause haben. Ja, geht ja auch um Preis. Eigentlich müsste hier noch einen Punkt Preis heben. So, ich trinke jetzt eine Uhr. Hm, ich auch. Ja. 22 Punkt. Von 30 Punkte. Ist schon gut. Silber. Das ist ja auch eigentlich gut. Na gut. Silber für das Oberbräu hell. Das war Silber. Wie ist das noch? Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. So. Also, Empfehlung. Ja, genau. Also, dann könnt ihr auch gerne mal trinken. Ja. Das ist in Ordnung. Gönnt's euch. Was gibt es im nächsten Video? Oh, Bier. In der Zeit, wo du das holst, können die Zuschauer den Kanal abonnieren.
Und die Reiten teilen. Genau. Genau. Hast du das Bier schon geholt? Stimmt. Gibt es. Machen wir vielleicht so einen Livestream, wo wir eine Kiste Bier trinken? Das machen wir bei 1000 Abonnenten. Wie technisch geht. Und da muss dein Laptop vor uns stehen. Ja. Ja, und hast du hier eine stabile Internetleitung? Sicher. Na dann machen wir das bei 1000 Abonnenten. Ich meine, letztens ist es 14 Tage bis 3 Wochen ausgefallen, aber ansonsten ist es stabil. Dann machen wir das. Was gibt's jetzt? Oh! Jetzt gibt's mir was richtig Feines. Hab ich immer geschenkt bekommen da. Hau mir auf die Füße, ey. Mann, willst du meine Brille mal haben? Wo ist denn die? Nimm gleich die vom Love Priest. Gib mir die mal vom Love Priest. Schöne Grüße. Au. Ach, hier ist meine Brille. Wie ist dann die Love Priest? Die Brille fetzt. So. Also das ist schon cool. Familienbrauerei H. Schmiedeknecht Jubiläumsbier. Genau, das drücken wir uns jetzt gleich hinter. 0,5 Liter sind das oder halt? Naturtrüb. Ja, 0,5 Liter halt. Genau, in der Zeit, damit ihr das Video nicht verpasst, das schmeckt bestimmt 100 pro richtig geil. Das ist bestimmt Platin-Teil. Abonnieren und Glocke aktivieren und dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn wir hier das Video veröffentlichen. Bis dahin, reingehauen, Leute. Haut rein. Und Prost. Und Prost. Bis demnächst.